Die Ex-Sowjetrepublik Armenien im Kaukasus ist in großer Sorge. An der Grenze zum benachbarten Aserbaidschan ist ein großer Aufmarsch an Truppen zu beobachten. Die Lage sei äußerst angespannt, heißt es. Seit Jahren schon streiten sich beide Nachbarn um die Enklave Bergkarabach. Die Enklave gehört offiziell zu Aserbaidschan. Doch in dem Gebiet leben vor allem Armenier. Um die Region hat es immer wieder Krieg gegeben mit vielen Toten. Aserbaidschan hatte zuletzt die einzige Zugangsstraße, den Latisch-Korridor, blockiert. Seitdem gibt es große Versorgungsprobleme. Russland blieb und bleibt untätig, obwohl gerade viele Armenier auf Unterstützung aus Moskau hoffen. Borsch und Pelmeni, auf russischen Einfluss trifft man hier an jeder Ecke. Überall in der armenischen Hauptstadt Jerewan gibt es russische Restaurants und man hört auch die russische Sprache. Kein Wunder, Russland galt bisher als treuer politischer Verbündeter und Freund Armeniens. Aber das ändert sich gerade. Auch wenn man auf den Straßen von Jerewan über einfache Menschen aus Russland nur Gutes hört. Tausende Russinnen und Russen leben inzwischen hier. Sehr viele kamen nach dem Kriegsbeginn nach Jerewan. Viele russische Männer im Einberufungsalter flohen vor der Mobilisierung. Für ihre Einreise nach Armenien brauchten sie nicht einmal ein Visum. Menschen, die vor Putins Regime geflohen sind, vor dem Krieg in der Ukraine, diese Menschen haben wir mit offenen Armen aufgenommen. Aber wir können jetzt sehr genau unterscheiden zwischen den Menschen in Russland und den russischen Machthabern. Russische Machthaber sind ein Übel für uns, ein Übel, das uns schadet und schadet und ständig unter Druck setzt. Um zu verstehen, woher der Sinneswandel kommt, nimmt David Stepanian uns mit nach Bergkarabach. Eine Region, um die sowohl Armenien als auch das Nachbarland Aserbaidschan seit Jahrzehnten kämpfen. Vor 3 Jahren eskalierte dieser Kampf zu einem Krieg. Damals hoffte Jerewan auf die Militärhilfe Russlands. Doch daraus wurde nichts. Aserbaidschan gewann die Kontrolle, die meisten Todesopfer waren Armenier. Inzwischen hat die armenische Führung Bergkarabach als Teil Aserbaidschans anerkannt. Aber der Waffenstillstand ist brüchig. Und seit 9 Monaten blockiert Aserbaidschan den Zugang zu Bergkarabach von der armenischen Seite, vor dem sogenannten Latschin-Korridor. Genau hinter mir beginnt Bergkarabach. Wir können da leider nicht durchfahren. Die Straße ist gesperrt. Es ist die Gegend, wo der absolute Ausnahmezustand beginnt. Sagen uns die Augenzeugen und spielen diese Aufnahmen aus der Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert, zu. Schlangen vor den Läden, in denen rationiertes Brot verkauft wird. Leere Regale in den Apotheken und Lebensmittelläden. Nur Krankenwagen würden mit Notfallpatienten durchgelassen, erzählt man uns. Die restliche Bevölkerung sei von der Außenwelt abgeschnitten. Zurück auf der anderen Seite wartet seit Juli dieser Hilfskonvoi auf eine Durchfahrt. Zwar sind in der Region russische Truppen stationiert, aber sie würden nur zusehen und die Blockade zulassen, kritisieren die Armenier. Alles Lüge, heißt das aus Aserbaidschan. Baku biete einen anderen Zugang von der aserbaidschanischen Seite aus. Es gebe also keine Blockade. Ich würde Ihnen raten, diese Bilder gegenzuchecken. Wir leben leider im Zeitalter der Fake News und sehen jede Menge inszenierte Sachen. Und was sagt Russland zum Vorwurf, Armenien im Stich zu lassen? Für Präsident Putin ist das Land selber schuld. Was soll ich dazu sagen? Wenn Armenien Bergkarabach als Teil von Aserbaidschan akzeptiert, fällt uns da nichts ein. Für David Stepanian klingen Putins Worte zynisch. Er ist überzeugt, dass Moskau absichtlich Armenien schwächt. Russlands Krieg gegen die Ukraine habe ihn in dieser Meinung nur verstärkt. Als wir verstanden haben, was Russland in der Ukraine wirklich will, wussten wir, dass wir uns für die Ukraine engagieren müssen, weil die Ukraine heute für uns alle kämpft. Wenn die Ukraine fällt, dann entsteht eine neue Sowjetunion. Das ist Putins fixe Idee. Neue Verbündete müsse sein Land suchen, glaubt David Stepanian, um endlich sich von Russland abzukoppeln.
Und ich begrüße dazu Silvia Stöber. Sie ist Autorin und Journalistin und beobachtet den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien seit Jahren schon. Ja, am Dienstag ist offenbar ein Hilfstransport aus Russland über Aserbaidschan in Bergkarabach eingetroffen. Warum ist es eigentlich so schwer, sich auf eine Versorgung der notleidenden Menschen zu einigen? Weil es gleich darum geht, wie viel Eigenständigkeit die Menschen in Bergkarabach noch bewahren können. Wenn nämlich die Güter, also die Hilfsgüter aus Aserbaidschan kommen, dann befürchten die Armenier dort in Bergkarabach, dass sie auch weiterhin abhängig sein werden und dass eben die andere Straße, die eigentlich noch existiert und auch geöffnet werden soll, nach Armenien nicht mehr geöffnet wird und sie dann halt nur noch von Aserbaidschan abhängig sind und gar keine Chance mehr haben, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Lange Zeit stand ja Russland eher an der Seite des christlich-orthodoxen Armeniens und nicht am muslimischen Aserbaidschan. Jetzt schaut Moskau offensichtlich nur noch zu. Warum? Es gibt ja sogar juristisch gesehen, also ganz normale Verträge sogar, die klarstellen, dass Russland die Schutzmacht von Armenien ist. Aber Russland verfolgt eben sehr stark seine eigenen Interessen. Und das bedeutet eben, dass Aserbaidschan als Öl- und Gasstaat sehr viel interessanter und wichtiger ist. Und außerdem gibt es Nord-Süd-Verbindungen von Russland in Richtung Iran, die auch sehr wichtig sind und noch wichtiger sind jetzt mit den Sanktionen gegen Russland. Und da ist ganz klar, dass sich Russland eher auf die Seite Aserbaidschans stellt und Armenien der ganz, ganz große Verlierer in dieser Situation ist. Das gibt ja offenbar auf der Seite Aserbaidschans in der Grenzregion Truppenbewegungen. Armenien ist da besorgt. Was bedeutet eine solche Machtdemonstration? Das ist eben genau die Frage. Ist es eine reine Machtdemonstration oder ist es eine Situation, wie wir sie vor einem Jahr zum Beispiel hatten oder auch kurz vor dem Krieg 2020, als eben dieser Truppenaufmarsch dann dazu geführt hat, dass tatsächlich der Krieg ausgebrochen ist. Man kann jetzt hoffen oder die Annahme ist, dass womöglich Aserbaidschan tatsächlich nur eine Machtdemonstration vorhat, um halt Druck zu erzeugen für die Verhandlungen, die eigentlich laufen sollen und die einen Friedensvertrag, also ein Friedensabkommen bis zum Ende des Jahres bringen sollen und dass Armenien da so weit geht, alles allem zuzustimmen, was Aserbaidschan möchte. Das ist die Variante, die am ehesten zu erhoffen wäre. Andererseits üben ja erstmals US-Soldaten mit Armenier in einem mehrtägigen Manöver zusammen. Wie klug ist eigentlich eine solche Militärübung in diesen angespannten Zeiten? Ja, man kann sagen, das ist einfach eine rein symbolische Handlung. Also das findet ganz weit im Westen statt. Es sind keine 100 Soldaten aus den USA, die dort eingetroffen sind. Es geht tatsächlich auch nur darum, für Einsätze in Friedensaktionen zu üben, also die Armenier darauf vorzubereiten. Diese symbolische Aktion kann so verstanden werden, dass Amerika genau hinschaut, was da passiert, dass Aserbaidschan weiß, dort sind die Amerikaner vor Ort und haben eben auch ein Auge drauf, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Die Reaktion aus Moskau folgte prompt. Der Kreml befürchtet, seinen Einfluss auf Armenien an die Amerikaner zu verlieren. Könnte das tatsächlich passieren? Naja, es ist noch viel mehr, was dort gerade passiert. Und es sind nicht nur die Amerikaner, die dort aktiv sind, sondern zum Beispiel auch die EU hat dort Beobachter entsandt auf Wunsch Armeniens. Und das sind eben Dinge, die dort passieren und die auch die Situation durchaus beeinflussen. Also das heißt, die Beobachter dort vor Ort, wenn die da sind, dann beruhigt sich die Situation durchaus auch mal eben in diesem Grenzgebiet, wo es immer wieder zu Schießereien kommt und so weiter. Und das heißt, mit solchen Aktionen ist die EU und die Amerikaner und so weiter unter Umständen erfolgreicher oder einflussreicher, besser gesagt, als die russischen Truppen, die dort sind und überhaupt Russland selbst, weil es dort im Moment ganz wenig tut und wenig Einfluss ausübt tatsächlich. Vielen Dank für all diese Informationen. Das war die Autorin und Journalistin Silvia Stöber zum Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Dankeschön. Danke.